Im Projekt Tony Waste geht es darum, im Tony-Areal, dem Ort der Hochschule der ZHDK und der ZHAW, den Einweg-Geschirrkonsum zu reduzieren und ein Mehrweg-Geschirrsystem zu integrieren und einen nachhaltigen Beitrag leisten. Wir hatten die Idee, gemeinsam mit Studierenden etwas zu entwickeln, an dem Studierende auch direkt im Bereich Nachhaltigkeit tätig werden können, und haben im Verlauf des Projekts dann weitere engagierte Studierende gewinnen können, mit denen wir gemeinsam das Projekt dann durchgeführt haben. Mit dem Projekt haben wir erreicht, dass in der Mensa Molki im Toni-Areal eine nachhaltige Alternative in Form der Toni-Box vorhanden ist. Das System Toni-Box funktioniert so, dass man mittags in die Mensa kommt, man geht zur Essensausgabe und nimmt sich eine Box, füllt sein Essen dort rein, geht zur Kasse, zahlt sein Essen und ein Depot von 10 Franken, bekommt den Deckel oben drauf und kann dann zum Beispiel auf die Dachterrasse gehen, um dort bei gutem Wetter zu essen. Wenn man fertig ist, dann nimmt man die dreckige Box, stellt sie entweder in die Fächer der Rückgabestation, nimmt nur den Deckel mit, weil der zählt am Ende 10 Franken, kommt am nächsten Tag wieder und braucht sich dann keine neue Box mehr nehmen, sondern kann dann nur mit dem Deckel zur Kasse gehen und sagen, ich habe bereits mein Depot gezahlt und möchte heute wieder auf der Dachterrasse essen. Wir möchten das Tony Waste Projekt gerne weiterentwickeln. Unser Ziel, ein Tony Areal ohne Abfall, ohne Einweggeschirr. Wir wollen nicht nur, dass in der Mensa weniger Einweggeschirr konsumiert wird, sondern dass auch im Café Momento, im Café Z, im Chez Tony die Möglichkeit besteht, ein Mehrwegsystem flächendeckend im Toni-Areal umgesetzt wird, was auch vereinbar ist mit anderen Systemen, die zum Beispiel in der Stadt Zürich schon gang und gäbe sind. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir gemeinsam mit Studierenden und Mitarbeitern an neuen Projekten arbeiten, gemeinsam im Toni-Areal das Abfallproblem weiter angehen können und gemeinsam die Umweltpsychologie mehr in die Lehre und in die Forschung integrieren können.